Schwerelosigkeit, unglaublich. Heute geht es zwar auch um meine Erfahrung der Schwerelosigkeit, aber viel wichtiger um einen Experten für Langzeitaufenthalte in der Schwerelosigkeit. Denn ich hatte das große Glück, dass auf meinem Zero-G-Flug der ESA-Astronaut Alexander Gerst als Proband mit dabei war und mir ganz spontan ein Interview gegeben hat. Wir unterhalten uns über die Kommerzialisierung der Raumfahrt, die Zukunft der europäischen Raumfahrt und natürlich über Schwerelosigkeit. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Und hast du für gute Daten gesorgt? Ja, Daten waren super, habe ich schon gehört. Hat mir die Wissenschaftlerin schon gesagt, alles gut, gut aufgenommen. Am Schluss bei 550 Watt habe ich ein bisschen abgeschwächt, glaube ich. Das war wirklich echt anstrengend. Okay. Hast du einen Vergleich, wenn du Mountainbike fährst, weißt du, wie viel Watt du da so trittst normalerweise? Ja, weniger als das. Okay. Also beim Mountainbiken gehe ich schon auch an die Grenze, aber da habe ich gemerkt, so nach 25 Sekunden, bei normaler Schwerkraft ging das noch, habe ich gemerkt. Aber dann in der Schwerelosigkeit, da hat man keinen Sattel mehr, von dem man sich abstützen kann. Da ist es echt schwieriger. Da habe ich die 550, also über die 20 Sekunden fast nicht mehr geschafft. Und das war wirklich anstrengender als auf der Erde. Ich habe mal gehört, auf der ISS ist das Schwitzen ja auch ein Problem, weil irgendwie die Wärme kann irgendwie eigentlich nicht weg. Wie macht man das auf der Raumstation eigentlich? Ja, das geht eigentlich. Also okay. Wir haben kleine Ventilatoren, die stellt man so vor sich, die sorgen für so ein bisschen Luftaustausch. Tatsächlich ist das mit dem Schwitzen eigentlich ganz normal, nur dass er nicht runterläuft. Der sammelt sich so am Kopf an und dann, da sieht man auf manchen Aufnahmen auf der ISS, hat man so einen Kopf voll mit wobbeligem Schweiß. Natürlich einfacher, wenn man keine Haare hat, die kann man einfach kurz abwischen, dann geht das. Aber ja, der Wärmeaustausch ist schon eingeschränkt in der Schwerelosigkeit. Und macht das hier auch wirklich immer noch Spaß, auch wenn du das schon ein Jahr lang im Prinzip am Stück erlebt hast? Ja, total. Hat mega Spaß gemacht jetzt auch, weil mich das sofort wieder zurückgeworfen hat in die Zeit auf der ISS, mal wieder Fahrrad fahren. Da oben habe ich dann neben dem Fahrradfahren immer Serien geschaut, weil man sonst nichts Besseres zu tun hat. Ich habe irgendwie Breaking Bad und Game of Thrones komplett durchgeschaut auf der ISS. Das hat mir jetzt heute hier so ein bisschen gefehlt. Ich musste ja auf einen Punkt starren, damit das EEG nicht irgendwelche Fehler aufnimmt. Das war ein bisschen unterschiedlich. Aber an sich war es sonst echt wieder toll. Also das Schweben ist eine tolle Sache. Ich glaube, das hast du ja heute jetzt auch erfahren. Definitiv. Ich war sehr, sehr aufgeregt vorher und wusste ja nicht, wie ich es vertrage. Und lief aber gut. Und ja, würde ich das. Was war das Neueste für dich? Was war das, was du am wenigsten erwartet hättest? Also erstmal diese Schwerelosigkeit hatte ich so noch nicht erlebt. Also man denkt so im Aufzug oder irgendwie Flugzeug, man merkt es ein bisschen, aber es ist nochmal ganz was anderes, wenn es dann wirklich komplett weg ist. Und diese Hyper-G-Erfahrung auch freistehen und so, das ist nochmal eine Erfahrung, die ich so auch nicht kannte. Klar bin ich mal Achterbahn gefahren, aber es ist wirklich auch gerade über den längeren Zeitraum, dann ist man doch ein bisschen schwummrig in den Augen, wird, wenn man nicht auf seine Muskelpumpe achtet. Das war schon krass. Ja, und ist dir schlecht geworden? Nee, gar nicht. Wir hatten Glück. Also, ich wurde zum Glück gut gebrieft, also Kopf gerade halten und fokussieren, das hat alles gut funktioniert und ja. Hast du auch mal eine Chance gehabt, auf dem Fenster zu schauen, wenn der Nähe so hoch? Nee, leider noch nicht. Ich habe aber gesehen, es sind mehrere Kameras, die das dann aufgezeichnet haben. Ich glaube, das ist dann auch schon abgefahren, wenn man dann weiß, ja, wie es steht. Ja, wenn man das hier drin überhaupt nicht merkt. Also man hat ja so dieses Referenzsystem um einen rum, die Augen sagen einem, okay, das ist ganz normal, horizontal. Aber wenn man dann rausschaut und dann sieht man, der Flieger zeigt mit der Nase so fast senkrecht den Himmel, das ist echt beeindruckend auch. Aber die Erfahrung so aus dem Düsenjet oder so, das kennst du im Prinzip eigentlich auch, wie das so aussieht, oder? Ja, schon. Ich habe auch schon einige Parabelflüge gemacht, aber ich finde es jedes Mal wieder von Neuem erstaunlich. Glaube ich, ja. Mega cool. Und die Parabelkampagne heute mit der morgen und übermorgen fortgesetzt, willst du nochmal fliegen? Oder? Ich weiß nicht, ich war heute der Proband bei dem Versuch. Die Wissenschaftlerinnen versuchen ja da verschiedene Leute draufzusetzen. Nicht nur Astronauten wie mich, die die Schwerelosigkeit schon gewohnt sind, sondern eben auch Leute, die es nicht gewohnt sind, um dann eben rauszufinden, wie unser Gehirn von der ganz normalen Schwerkraft auf die Schwerelosigkeit umstellt, innerhalb von Sekunden, was da passiert. Das ist echt interessant, das ist im Moment ist noch gar nicht erforscht. Und deswegen sind eben auch andere Leute auf dem Flug mit dabei und da haben wir eine Datenbasis von mindestens 12 Probandinnen und Probanden. Cool. Ja, ich wünsche den Leuten hier, dass sie noch viel mehr Daten sammeln können und dass die Kampagne für die erfolgreich abgeschlossen wird. Wo geht es für dich jetzt als nächstes hin? Wieder zum Astronautenausbildung? Oder, Ja, genau. Für mich geht es zurück ans Astronautenzentrum nach Köln. Da sind ja meine neuen Kolleginnen und Kollegen, die gerade ihre Astronautenausbildung angefangen haben. Denen helfe ich so ein bisschen, da zurechtzukommen und Neues zu lernen. Dann haben wir auch noch die Verabschiedung meines guten Freundes und Kollegen Andreas Mogensen, der im August zur internationalen Raumstation starten wird mit der Crew-7-Mission. Der hat seine letzte Tour ans EAC, ans Astronautenzentrum.
und den verabschieden wir dort. Da freue ich mich drauf. Und ja, wer weiß, vielleicht hast du ja auch mal Lust vorbeizukommen. Mega, dann, mega gern. Zeigen wir dir mal, wo die ganzen Astronauten und Astronautinnen, die zur Raumstation fliegen, in Europa so trainieren. Super. Und will ich auf jeden Fall machen. Die Astronauten, die gerade trainiert werden, steht Zero-G-Flug standardmäßig bei denen auch auf dem Trainingsplan? Nee, das ist tatsächlich gar nicht so wichtig eigentlich. Also so einen Zero-G-Flug zu machen, der bereitet einfach ein kleines bisschen auf die Schwerelosigkeit vor, aber man, ja, ist trotzdem nochmal alles neu, wenn man dann auf die Raumstation kommt. Wo es dann doch helfen kann tatsächlich, wenn man so einen Flug vorher mal gemacht hat, bevor man auf seiner ersten Mission ist, ist, dass man diesen Moment schon ein bisschen versteht, wie das ist, von der Schwerkraft auf die Schwerelosigkeit umzustellen. Wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann lenkt einen das nicht mehr so ab. Dann ist man das gewohnt und dann, wenn man auf der wirklichen Rakete sitzt, hat man andere Sachen zu tun, dann hilft einem das, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Von dem her ist es nicht schlecht. Steht zwar nicht im Trainingsprogramm, aber fast alle Astronautinnen und Astronauten machen so einen Flug vorher schon mal, eben weil wir auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, ihre Experimente durchzuführen. Und deswegen kommen die meisten von uns dann doch vor ihrer ersten Mission mit sowas mal in Berührung. Und natürlich auch Astronauten eine super überwachte Ziel- oder Gruppe sind, weil ihr permanent wahrscheinlich fliegerärztliche Untersuchungen macht und man gut weiß, dass ihr gesund seid und gut für die Experimente auch geeignet seid. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also man kann mit uns viele humanphysiologische Experimente machen, zum Beispiel für Krankheiten, Parkinson, Bluthochdruck, Diabetes, Alzheimer, weil man in unseren Körpern Dinge ganz genau messen kann. Da gibt es lange Zeitreihen, die wissen, wir sind an sich gesund. Das ist gar nicht so einfach, zum Beispiel Bluthochdruck zu erforschen mit Patientinnen und Patienten, die sonst keinerlei Erkrankung haben, die an sich gesund sind. Das findet man selten und deswegen sind wir da eine gute Zielgruppe, weil man in unseren Körpern quasi einzelne Parameter ziemlich genau überwachen kann. Das ist genau richtig. Ja, und Deutschland auch eher unglaublich weit vorne, was die astronautische Raumfahrt angeht, was Forschung angeht, Life Science und so. Und da bin ich immer glücklich, wenn ich weiß, dass auf der ISS die Experimentschränke alle ausgelastet sind und dass da hoffentlich auch viele deutsche Wissenschaftler und deutsche Experimente was zur Erforschung des Ungewissen beitragen. Ja, schon, das stimmt tatsächlich. Wir in Deutschland waren traditionell immer da sehr weit dabei in der Schwerelosigkeitsforschung, aber leider tatsächlich ist das nicht garantiert, dass das in der Zukunft so sein wird. Also wir haben jetzt das Problem, die ISS wird irgendwann alt, das heißt, wir müssen schauen, was danach kommt. Das wird ein kommerzielles Zeitalter sein, wo im Erdorbit kommerzielle Firmen solche Services anbieten. Und wenn wir als Europäerinnen und Europäer da weiterhin kooperieren wollen, dann müssen wir natürlich auch was beitragen, was an den Tisch bringen. Und wir sehen die Gefahr, dass wenn wir kein System haben, um Astronautinnen und Astronauten zur Raumstation zu transportieren oder den Erdumlaufbahn zu transportieren, dann werden wir früher oder später hinten runterfallen im Club der Raumfahrtnationen, weil viele um uns herum können das. China kann es schon, Russland, USA, Indien bald und wir werden die einzigen großen Weltraumnationen, die das nicht können. Und deswegen sagen wir, wir sollten da die Debatte führen, wir sollten da drüber nachdenken, wie wir uns in Zukunft in Europa und in Deutschland in der astronautischen Raumfahrt der Exploration aufstellen wollen, ob wir vorne beide dabei sein wollen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir uns einen Plan überlegen, wie wir in der Zukunft agieren und eventuell autonome eigene Kapazitäten aufbauen, damit wir dann international kooperieren können, damit wir zum Beispiel andere Astronautinnen und Astronauten von anderen Ländern mitnehmen können, dafür, dass unsere Experimente bei denen mitfliegen können, damit wir zusammenarbeiten können, müssen wir was Wesentliches mit an den Tisch bringen. Und zwar soll es eine neue Raumstation um den Mond geben, aber das ist natürlich sehr weit weg und das ist jetzt nicht so ein großes Labor wie die ISS. Das heißt, zu sagen, dass man die Schwerelosigkeitsexperimente aufs Gateway bringt, ist unrealistisch, weil die Payload auch so teuer dann ist und im Prinzip man mit dem beschränkten Raum wahrscheinlich anderes vorhat. Ja, ganz genau. Also der Gateway ist im Bau, da werden schon die Teile zusammengeschweißt. Der wird bald starten als Raumstation um den Mond. Aber das ist genau, was der Name schon sagt, der Gateway, das ist ja so eine Station, ein Weg zum Mond, wo man vorübergehend sich aufhalten kann, um dann auf die Mondoberfläche herunterzugehen. Er ist sehr weit weg von der Erde, also fast 1000-mal weiter entfernt als die ISS. Dadurch ist es aufwendiger, dahin zu kommen. Und deswegen kann man, genau wie du gesagt hast, nicht einfach das Columbus-Labor einfach zum Gateway mitnehmen und dort die Experimente weitermachen. Das ist zu aufwendig. Wir brauchen nach wie vor ein starkes, leistungsfähiges Labor im Erdorbit, wie jetzt das Columbus-Labor. Das heißt, müssen wir jetzt uns kümmern, was danach kommt. Da sind wir auch dran. Aber es geht nicht nur um das Labor, sondern das Allerwichtigste in der Raumfahrt, das haben wir immer gesehen, ist der Transport von der Erde
in den Erdorbit, Fracht und Menschen, das ist im Prinzip auch das Teuerste, das Schwierigste. Wenn wir das selbst können, können wir das viel günstiger machen, viel einfacher machen, auch mit nachhaltigen Treibstoffen. Wir haben da selbst die Kontrolle drüber, dass das umweltgerecht, klimafreundlich abgeht, mit Wasserstoff, mit Sauerstoff. Wenn wir das einfach einkaufen bei Firmen wie SpaceX, dann haben wir da keinerlei Kontrolle drüber. Dann sind wir da nur Gäste, nur Passagiere. Das merkt man jetzt schon. Also meine Kolleginnen und Kollegen, die bei SpaceX mitfliegen, die können, selbst wenn die da mal in der Trainingspause zur Toilette müssen, brauchen die einen Escort, um dann überhaupt in der SpaceX-Fabrik sich bewegen zu dürfen. Das sind ja im Prinzip Zustände, die kannten wir in den letzten 30 Jahren Kooperation in der ISS nicht. Und da müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir das nicht selbst machen sollen. Können, tun wir es. Europa war schon immer vorne mit dabei bei der Raumfahrt. Und du hast gesagt, also du bist ja zweimal mit Soyuz auch geflogen und da kennt man das Raumschiff schon in- und auswendig und man wird schon auch da reingenommen in die Technik und man soll die verstehen und das ist nicht, ihr macht die Industriespionage und ihr dürft euch die Sachen nicht im Detail angucken, oder? Also dass es auch der Unterschied ist, ob es private Raumfahrt ist oder ob es staatlich oder Agenturraumfahrt ist. Ja genau, das hängt natürlich auch an Gesetzen. Die USA haben sehr starke Export-Control-Gesetze, also das heißt, dass Technologien nicht exportiert werden dürfen, auch nicht aus Versehen. Das heißt, Leute, die US-Amerikaner sind, haben erstmal weniger Zugang zu den Raumschiffen, genau wie du gesagt hast. Das ist schwierig. Also es ist nicht so, dass man uns nicht traut. Also das ist schon klar, die Partnerschaft, die ist sehr vertrauensvoll international. Aber die Gesetze, die kennen das nicht natürlich. Das heißt, ja, die müssen wir uns natürlich halten. Und da ist das schon ein Problem. Also da ist es schwierig für einen europäischen Astronauten oder eine Astronautin Zugang jetzt zu technischen Informationen von der SpaceX-Kapsel zu bekommen. Und deswegen haben wir eine Limitation. Deswegen ist es schwierig, da Pilot oder Pilotin zu werden. Mein Kollege Andreas Mogensen, der hatte jetzt das Glück, dass er Pilot der SpaceX Dragon Kapsel wird. Aber da zu Commander zu werden, und da braucht man nochmal mehr Zugang zu Informationen, das ist schon schwierig. Mhm. Und da zeigt sich schon der Unterschied. Ich habe mich sehr gefreut für dein Bekenntnis zu praktisch einer Fähigkeit, dass wir das in Europa können. Und ich sag mal, es sind ja drei Dinge notwendig. Die Industrie oder die Partner, die das bauen, die Menschen, die hier mitfliegen, die kennst du am besten. Und im Prinzip die Politik, die sich dafür entscheidet, zu sagen, hey, wir machen das. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aktuell einfach der Punkt ist, zu sagen, wir nehmen uns zusammen und sagen, wir gehen das Risiko ein, was zu entwickeln und dann Commitment über zig Jahre zu machen. Aber da müssen halt alle sagen, wir haben richtig Bock drauf und wir wollen das jetzt machen. Und das ist die einzige Zukunft, die wir eigentlich haben wollen, wenn wir auf dem großen Niveau weiter Forschung machen wollen, da eine Rolle spielen wollen. Ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso spannend wie ich. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da. Und wenn ihr neu auf Senkrechtstarter seid, könnt ihr mit dem Abo hier immer hautnah die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt sein. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Senkrechtstarter-Episode und meinen Erfahrungsbericht zum Zero-G-Flug mit der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Hier geht ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die durch ihre Spenden diese Reisen möglich gemacht haben. Hashtag Team Space. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich und wir können da live dabei sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.